eine Waschnummer. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Ah, Rufus! Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der 3 reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Hallo, Lotte. Du schon? Bin ich jetzt... Ja, ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ach, ist ich schön. Lass dich nicht auf... Ist das schön. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek ist gar nicht da. Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Ich hab sie gefunden. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Hey. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht am... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, doch, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein doch. Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also hey. Mit solchen Argumenten hättest du... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob? Was denn? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche! Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn doch. Du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Das tat jetzt weh, du Arsch. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert?
Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Aua! Traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich komme immer. Es ist sein Vater hat... Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Oh. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Oder es ist was anderes. M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R-I... Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. So, ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Was? Alter! Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Was für ein Schrotthaufen. Funktioniert da. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Wenn das funktioniert, fresse ich im Wesen. Das war alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein da Gedächtnis. Auch! Da ist... An seinen Schnapsschrank. Das ist Harvey! Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Was? Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nächster, bitte! Nächster, Da tut sich was. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden.
Okay, das war eigentlich unbeabsichtigt. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Wer bist denn du eigentlich, Hübsche? So, jetzt haben wir noch ein bisschen Batteriesäure. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ein riechreiches, klares Wasser. Perfekt. Jetzt gehen wir zu Hanzo. Hanzo. Lonzo. Öffne den Tankdeckel. Stecken da wahrscheinlich den Trichter rein. Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde ich. Dann eben nicht. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Also. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ab in den Tank damit. Und hier kommt das Kaffeepulver. Habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Ich drück doch schon! Okay. Hilfe! Was passiert hier? Hallo? Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Wir. Alter. Wie siehst du? Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Danke, Lonzo. Jetzt gehen wir halt wieder zum... Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Ja. Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern.
Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Das ist mit und wer ist du. Was soll das werden? Das ist mit und wer du. Nein! Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Aber nein, es gibt Leute... Okay. Irgendwas muss ich doch hier... Was ist das denn? Ein Karton? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Die Luftballons... Ich frage... Und warum... Kein Feuer. Ich hab einen Schweißbrenner dabei. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Alter Rufus, mach die Tür wieder auf! Er stirbt! Mr. Rufus! Finger weg von der Elysianerin, Rufus! Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Da gehört ein... Mr. Rufus! Die gehört jetzt mir! Finger weg von der Elite. Aber da gehört ein... Was? Wie kommst du... Daneben nicht. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Bitte was? Kann ich jetzt? Oh, aber... Mein Fehler. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Bitte was? Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wieso? Verlässt den Tatort. Oh. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So.
Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Ja. Das ist doch wohl... Aha. Da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Erst den Pfeil aus dem Trichter nehmen. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. So. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem... Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich... Ich war das. Wofür? Alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht weh, dass du hingefallen bist? Dieser Anmachspruch. Das war witzig. Nein. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Wow. Komm zu dir. Supp. Kartoffelsuppe. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Was? Ritzel, Fitzel, Britzel? Nibbel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidi, Bum, Klopp, Klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, Klem, Tataratatim. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, Großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt.
Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Ich kontaktiere ihn. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich... Doll! Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? So.